Du böser, böser, kleiner Kobold. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Ja, in der letzten Folge haben wir den Kobold vom Baum gestoßen und jetzt sieht er doch irgendwie doch recht niedlich aus. Na, du. Ich hab dich gefangen, also führ uns endlich zum Feenforscher. Soll ich ohne Hut durch die Welt? Ich will einen neuen. Wo soll ich denn hier einen hernehmen? Und neues Kraut für die Pfeife. Das will ich auch. Ganz schön geknickt, der Kleine. Na, Kobold? Hier hast du einen Hut. Der ist mir zu schnöd. Ohne Kordel oder Schmuck dran? Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. Okay, Pfeifenkraut hat er. Und den Schmuck können wir da anbieten. Sieht jetzt aus wie die zeremonielle Sackmütze des königlichen Jagdmeisters. Okay, eine Blume? Natürlich nicht. Nee, will er vielleicht noch... Ich verbrenne mich. Okay, dann reicht das vielleicht auch. Na, Kobold? Hier hast du einen Hut, noch mit Schmuck dran. Der riecht ja nach Pferdesabber. Aber mit feinem Zierrad über der Krempe. Noch schöner als der alte. So, jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Nein, bei den Zwölfen. Keine Sache mehr. Verstehst nicht mal ein bisschen Spaß? Also gut, gebt Acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle. Sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Was? Huch. Das war leicht. Hat sie das jetzt einfach so gefunden? Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Und was ist das? Okay, was haben wir denn hier? Feuerstelle. Nur noch Kohlen und Asche. Nimm doch der natürlich Forscher mit. Scheint seit Tagen nicht hier gewesen zu sein. Was haben wir hier? Truhe. Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Dann lies es doch mal. 1x4, 4x1, 6x3, 2x4, 4x1, 2x4, 5x1, 3x6. Hä? Das muss ich nicht verstehen. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Okay, was haben wir denn hier? Eine Zeichnung. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Zeichnung. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Und das ist keins hier, oder wie? Oder... Schale, was haben wir hier drin? Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte beleuchtet. Okay, dann können wir da vielleicht Holzkohle reinlegen. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Puh, okay, dann tun wir da vielleicht einfach... Hm? Nein. Oder kann ich einfach anzünden? Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Okay, das ist echt sehr schade. Kann ich eventuell... Du musst ihn befreien. Nur
musst du immer gleich alles zerbrechen. Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Pessimistin. Na dann, Nori, du machst wieder ganz. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Okay, die beiden passen gut zusammen. Was haben wir denn noch hier? Ein Schmetterling, den wir nicht anklicken können? Und eine Höhle, eine Nische. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. Erkennst du, was dort ist? Nein, du? Nein. Du musst es herausfinden. Was ich alles muss, liebe Nori. Was haben wir denn hier? Kann ich vielleicht da rausgehen nochmal? Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Okay, dann versuchen wir mal nicht ins Dunkle reinzubringen. Was könnten wir machen? Wir könnten... Kann ich eventuell... Da brennt nichts mehr. Alles schon... Okay. Haben wir hier noch was? Truhe? Nee. Dann gehen wir mal weiter. Ich schau mal, was hier hinten noch so ist. Komm, wir gehen einfach. Nein. Ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Okay, gut. Dann... Was soll das? Das sind Statuen. Vielleicht ein... Kunstwerk... Ich kann hier auch nichts anklicken, oder? 1x4, 4x1, 3x6, 2x4. Ist das ein Rätsel? Ich weiß es nicht. Ich kann hier echt nichts machen. Ich kann hier auch nichts irgendwie... Ich verstehe es nicht ganz. Was können wir noch machen? Mit der Kerze wurde offenbar die kleine Grotte... Okay, Kerze haben wir aber nicht mehr. Wir können maximal... Was weiß ich? Das trinke ich lieber selbst. Okay, wir müssten... Zeichnung, das wäre jetzt... Geht nicht. Geht nicht, okay. Zünd dich einfach mal an. Denk nicht mal dran. Schon gut. Nori, was soll das? Was soll das sein? Das sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Ich rede mal so. Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Okay. Ich schaue mich mal weiter um. Nori kann also Licht zaubern, es geht aber momentan nicht, weil kein Mondlicht ist. Kann ich die Schale zerbrechen? Dieser Fluch hat auch Grenzen. Ja, das ist mir bekannt, aber... Ich könnte das nochmal zerbrechen, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringen soll. Kein Tut muss. Ich könnte das aber auch nehmen, oder? Unerreichbar. So ein Aufstand wegen ein paar Scherben. Ich könnte... Ich weiß nicht, was ich machen könnte. Das ist hier alles sehr verworren. Nische, Nori, Tütetem. Raus kann ich nicht. Ruhe. Kann ich wieder zumachen? Unverständliche Symbole. Damit kann ich... Anzünden kann ich sie auch nicht? Lieber nicht. Kann ich die Feuerstelle eventuell wieder anzünden? Da brennt nichts mehr. Alles schon verkohlt. Und wenn ich da eventuell was drauflege? Wie zum Beispiel die Decke? Nein, was soll das auch bringen? Na, du könntest die Decke anbrennen. Es ist irgendwie sehr seltsam alles.
Was könnte hier noch passieren? Ich will auch nicht immer wahllos alles mit allen kombinieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, das lässt mir gar keine andere Wahl. Das ist doch keine Vase. Ah, der Schmetterling. Oh, sieh mal. Alles klar, das ist eine Karte. Von den Gängen. Moment. Faden? 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 Was tue ich gerade? Huch, was war das denn? Jetzt ist es wieder heller geworden. Was soll das werden? Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt werden soll. Messer? Durchgerissen machen diese Fäden vermutlich noch weniger Sinn. Moment, ich hab doch die Tafel. Moment. Einmal vier? Und vier mal eins. Eins, vier? Oder ist das die vier? Ach so. Einmal vier. Und vier mal eins. Oder bist du doch die vier? Dann haben wir. Moment. 6 mal 3 und 2 mal 4. Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt ihr Schatten einen Ort auf der Karte. Hm. Also immer nur zwei Fäden. Dann ist es also falsch. Okay. Einmal 4. Einmal vier. Das ist bestimmt, das heißt bestimmt verbunden. Dieses, das soll nicht mal, sondern vor. Es sollen eigentlich müssen zwei Fäden sein. Von der 1 zur 4 und von der 4 zur 1, würde ich jetzt mal sagen. Von der 1 zur 4. Und von 1, 2, 3, 4, also entweder von dem hier. Zu dem. Nur zwei Fäden. Verdammt, ich weiß einfach nicht, wonach ich suche. Ein Stalagmit oder eins von beiden. Achso, Moment, ich kann natürlich auch Fäden. Moment. Vielleicht soll ich auch einfach nur nach einem was Bestimmten suchen. Ich brauche das. 5 mal 1 und 3 mal 6 sieht ja nach dem aus, was ich suche. 5 zu 1 und 3 zu 6. Oder ist das Problem an der Sache, ich weiß halt gar nicht, was. Ach, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht, welcher Faden welcher ist. Ach, hier! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so! Klar, das hängt. Also, Moment. 1 zu 4 und 4 zu 1. Auf der Steintafel liegt dort eine Kupfermine. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Okay, gut. Wunderschön. Wir müssen also von Moment
5136. Von 5. Von 5 zu 1. Von 3 zu 6. Oder? 5 zu 1, 3 zu 6. Oder muss ich das umgedreht machen? Moment. Umgedreht. Also 1 zu 5 und 6 zu 3. Laut der Tafel ist dort eine Diamantengrotte. Glaube nicht, dass der Forscher dort ist. Okay, hat es sich aber ziemlich gut gemacht mit dem Fäden. Also wird es höchstwahrscheinlich hier sein. 4 zu 1 und 2 zu 4. 4 zu 1. So. Und 2 zu 4. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Na also. Dann runter. Also. Zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links, nein, zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Okay, dann gehen wir nochmal hin. Ich glaube, ich weiß jetzt. Und zeichnen ab. Ich glaube... Ja, okay. Ich glaube... Du wolltest es doch abzeichnen. Ich glaube... Du wolltest es doch gerade abzeichnen, bist bekloppt. Wie zeichnet er das jetzt ab? Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Giron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Okay, los. Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Und da sind wir. Alter Schwede, was für ein Kunstwerk. Okay, Georg geht alleine hin. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Seerenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Oh mein Gott. Rettet euch! Das war vielleicht nicht so gut. Nuri?
Oh. Der Feenforscher ist weg. Nuri ist da drüben, wir sind hier. Klasse gemacht, Nuri. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben, bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann kümmern wir uns um das Debakel, was Nuri hier angestellt hat. Ich hoffe, der Feenforscher ist nicht tot. Adios, amigos.